jetzt um Mitternacht hier für Sie live auf dem Sender die großartige Caroline Kebekus. Bravo! Das ist nett, dass Sie so klatschen, weil mir geht's heute nicht so gut. Ja, ich habe so viel Scheiße im Kopf. Ich weiß echt so viel Müll, ne, dass ich manchmal Angst habe, dass irgendwann voll ist. Und wenn was Neues reinkommt, dass dann vielleicht eine schöne Kindheitserinnerung rausfällt. Ne, also irgendwann weiß ich dann nicht mehr, wie meine Oma aussieht. Dafür aber, wie oft sich Chiara Ohofen die Lippen aufgespritzt hat. Ne, so, die hat so ein geiles Blasmaul. Nein, ich habe mir die Lippen nicht aufgespritzt. Ich habe mir die Haare gefärbt. Das wirkt jetzt vielleicht so. Na, auf jeden Fall sterben in Afrika jeden Tag ganz viele Kinder. Das Fernsehen ist so voll mit dummen Weibern. Das gibt's gar nicht, ne? Nur so zu Ende benutzte Promi-Ex-Frauen. Ich kann mich gar nicht genug für die schämen, ne? Claudia Effenberg. Was geht mir diese Alte auf den Sack? Weiß die nicht? Weiß die denn nicht, dass die nur berühmt ist, weil sie sich von mehreren Fußballern hat knallen lassen? Ne? Nee, ich bin doch auch noch Schmuckdesignerin. Ja, genauso wie alle Ex-Frauen von Boris Becker, ne? Alle Schmuckdesigner, alle. Und die allerschlimmste, ne? Die allerdümmste ist immer noch Nadel Abdel Farag, ne? Die hängt jetzt mit HC Strache ab, ne? Hat die sich ihr Resthirn auch noch ausgekotzt? Ey, der Typ ist der neue Jörg Haider der Herzen. Ja, und die hängt mit dem ab und sagt zum Interview, also ich finde den wirklich super sympathisch und der hat so erotische blaue Augen. Ja gut, vielleicht passt's ja, die sind ja beide braun. Und dann sind die alle operiert, ne? Überall diese operierten Hackfressen. Letztens habe ich so eine Sendung gesehen, da hat so eine Frau gesagt, ja, ich lass mir jetzt so Goldfäden ins Gesicht fädeln. Hä? Und der Arzt so, ja, also das funktioniert folgendermaßen, weil dann ja ein Fremdkörper im Gewebe ist, ist halt eine Wunde und weil es eine Wunde ist, schwillt's halt an. Hä? Ja, und weil es angeschwollen ist, ist die Haut halt gestrafft. Was? Ja, und das kostet 2600 Euro. Hä? Hey, die Alte hätte einfach bei mir vorbeikommen können, hätte ich dir für 500 Euro einen aufs Maul gegeben. Ey, aber richtig gute Frauen gibt's wirklich nur noch im Porno, ne? Ja, gerade sind ja die total in diese Pornofilme, wo die so aussehen, als hätte jemand eine Frau heimlich gefilmt, ne, die sich, weil sie sich nämlich total unbeobachtet fühlt, so anfängt an sich rumzumachen. Wieso, ist doch normal. Ich meine, deswegen brauchen wir Frauen ja auch immer so lange, um uns fertig zu machen, ne? Wir wollen uns nur kurz umziehen, gehen dann zufällig nackig am Spiegel vorbei und dann so. Wenn wir von den eigenen Titten so todesgeil, dass wir erstmal eine halbe Stunde an uns rummachen müssen. Ne? Ja, aber bei einem Porno musst du ja sowieso immer viel spulen. Ne? Den ganzen Anfang musst du eigentlich spulen, das ganze Gelaber musst du auch spulen, das Gevögel kannst du eigentlich auch spulen, weil das Schönste ist immer am Ende, weil was passiert am Ende vom Porno? Boah. Nein, am Ende wird nicht geheiratet. Am Ende wird der Frau immer ganz ordentlich ins Gesicht geschlürzt. Weil wir Frauen mögen das. Wir haben so Nerven im Gesicht. Und letztens habe ich was gesehen, da hat der Typ nicht richtig getroffen. Also die Frau hat schon ganz gespannt gewartet. So. Und der Typ hat nicht richtig getroffen, nicht das Gesicht, sondern direkt am Zäpfchen geklingelt. Ne? Und die Frau so. Hat aber dann, weil sie so eine Top-Schauspielerin ist, ne, hat sie ihre Geilheit ganz tapfer weitergespielt. So. Super, könnt ihr euch alle angucken bei, im Internet, ne? www.youporn.com. Ja gut, okay, ist natürlich Jugendschutz, ne? Muss man aufpassen, weil da geht erst so eine Seite auf und da steht dann Welcome to YouPorn. Are you over 18? Und dann so zwei Buttons. Yes? No. Den ganzen 15-Jährigen so, jetzt geht's ab. Oh nein.
Dankeschön. Und wir sagen Tschüss. Danke. Sehr, sehr gut. Carolin Kebekus und das Ciao. Sympathische. Sie kriegen keine Tourtermine von ihr, keine CD, kein Buch, nichts. Einfach gar nichts. Aber demnächst bei ProSieben zu sehen. Absolut. Mit heimlich gefilmt? Nee. Nein. 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 Schon bewusst. Ja, jetzt geht's hier weiter mit Aufgemerkt, pelzig, unterhält sich. Und dann machen wir schon mal ein bisschen Weihnachtspause. Bambi, Loriot. Ja, aber sag doch, was die Kollegen nächste Donnerstag an dieser Stelle. Loriot. Der Geburtstag von Loriot, der 85. Geburtstag. Dann die Kollegen vom Scheibenwischer. Und wir sind ja schon wieder zur Stelle. Dann hast du noch Bambi. Bambi am 4. Dezember, glaube ich, sind wir schon wieder. Mensch, wie das Jahr vergeht. Ja. Die ersten und da ist unser Gast. Hey! Jörg von Thora! Tschüss! Frohes Fest!